Visionen des World Economic Councils sind natürlich, die Wirtschaft auf den neuesten Stand mit den neuesten Produktionsmöglichkeiten nach vorne zu bringen. Alles aber, das ist für uns ein Muss im Sinne des ehrbaren Kaufmanns und vor allen Dingen auch der Politik beratend zur Seite zu stehen. Ja, UNIDO ist ja die United Nations Industrial Development Organization, gegründet in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Ziel, die industrielle Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen. Und industrielle Entwicklung, das geht nur mit Unternehmen, das geht nur mit der Wirtschaft. Und deswegen suchen wir starke Partner, die uns bei unserer Arbeit unterstützen können. Und der World Economic Council und sein deutscher Arm, der Internationale Wirtschaftssenat, das sind starke Partner, die wir brauchen. Deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt auch mit den beiden Institutionen eine Partnerschaft eingehen können. Eine Partnerschaft, von der beide Seiten was haben. Und ich denke, dass diese Kombination zwischen UN, UN-Organisationen, Verwaltungen, Regierungen und eben Unternehmen eine sehr gewinnbringende ist. Weil, wie gesagt, noch einmal, Entwicklung entsteht nur durch Unternehmen und entsteht nur durch Wirtschaft. Deutschland hat alles. Deutschland ist seit jeher unglaublich gut gewesen, aber es werden teilweise eben Firmen dann verkauft ins Ausland, wo ich sage, diese Technologie muss man halten, die ist wichtig und das hat man ja gesehen bei den Lieferengpässen, wenn man hier Unternehmen und die Technologie und die Innovation gehalten hätte, hätten wir uns viele Sachen erspart, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Ich werde oft nach den Zielen des World Economic Councils gefragt und für uns war es klar, dass die Ziele, die wir schon im Internationalen Wirtschaftssenat haben, auch auf globaler Ebene machbar sind. Das heißt, die Wirtschaft zu stärken, Visionen nicht nur zu erfinden, sondern auch zu unterstützen, das ist ein Ziel. Und natürlich alles im Sinne des ehrbaren Kaufmanns, denn das sind die Werte auch des World Economic Councils.